Hallo Freunde und recht herzlich willkommen zurück zu The Legend. Zur Legend. Genau, zu The Legend of Zelda. Ich habe den Knöpfe vertauscht. Ocarina of Time. Meine Güte, was eine Begrüßung. Das letzte Mal sind wir wieder ein Kind geworden. Ach komm hier. Oh, von dem Kopf abgehabt. Habt ihr gesehen? Das geht auch. Ja, wir sind wieder ein Kind geworden. Und ja, wir wollen in diesem Part, jetzt wo wir wieder ein Kind sind, nicht erstmal der Story folgen, sondern eine ganze Menge Sidequest-Kram erledigen, den es noch zu erledigen gibt. Als erstes wollten wir nach Kakariko und uns unsere 50 Skulltula-Belohnung abholen. Das machen wir so ganz schnell, ja. Und dann geht's in Richtung Zora-Reich, um uns ganz viele... Ach, bleibt mir gestohlen. Um uns ganz viele Wundererbsen zu kaufen, ja. Denn dafür haben wir jetzt mehr als genug Geld, glaube ich. Und dann muss ich auch nochmal in Kakariko rein, in Zoras Reich, dahinter zu König, Lord Yabu Yabu, so, ich bin voll verwirrt gerade. Denn da gibt es noch eine Skulptur, die ich damals übersehen habe. Und dann, wo wir schon mal da sind, können wir uns die immer ganz schnell krallen dann, nicht wahr? Wenn wir die dann wenigstens schon mal haben. Und ja, jetzt gibt es erstmal ein schönes Herzteil für 50 Skulpturas. Ich habe es ja eh schon im letzten Part gespoilert, deswegen kann ich jetzt auch nochmal spoilern. So. Wir sehen, es sind jetzt alle wirklich befreit. Alle Typen, lediglich der Typ hier in der Mitte ist noch ein bisschen crank. Und das ist dann wirklich Belohnung für 100. Ein Fluch ist etwas Schreckliches. Oh, ein anderer Spruch. Nun ist er von uns genommen. Achso, wen hatten wir noch nicht? Der? Welcher war denn jetzt noch nicht? Weiß ich natürlich nicht. Ah, der Fluch ist von mir genommen. Tausend Dank. Ist eine wertvolle Belohnung für dich. Ein Herzteil. Hast du vier Teile gesammelt? Aha. Okay. Vier brauchen wir. Cooles Deutsch. Wer hätte das gedacht? Haben wir im letzten Part echt? Ach, schlimm. Wir haben im letzten Part nochmal einen Herzcontainer komplettiert, nicht wahr? Ja, gut. Dann könnten wir jetzt auch eigentlich mal. Ja, eigentlich müssen wir noch diese Grab-Gruseltour da machen. Leider aber weiß ich die Uhrzeit nicht. Wir können es ja mal ausprobieren. Vielleicht ist der Typ gerade da. Rein zufällig. Und wir können die Grab-Gruseltour mal machen. Denn, ja. Wenn man direkt Nacht schaltet, ist ja direkt Mitternacht, 12 Uhr. Und ab dann ist der Typ ja schon nicht mehr da. Das heißt, wir müssen kurz vor Mitternacht da sein. Ich befürchte beinahe schon, ist es nach Mitternacht, weil wir schon die ganze Zeit gerade im Dunkeln rumgelaufen sind. Naja. Gucken wir mal. Kann ja nicht schaden. Aber nee. Moment. Moment, was? Es ist jetzt wie spät? Es ist jetzt... Aber 1:34. Nicht ganz. Nicht ganz. Naja, gut. Es gibt keinen Porter, der uns direkt nach... oder zu Zoras Reich führt. Das finde ich ein bisschen schade. Naja, müssen wir jetzt zu Fuß hinlaufen. Was macht ihr heute noch so? Nehmen wir mal den Rückwärtsgang ein. Jetzt gehen wir ein bisschen schneller. Hui! Ups. Wei, Kollege. Guck mal, da ist der Typ auch, der dann in der Zukunft, ja. Ne, dem wir da die Säge gegeben, ne, von dem wir die Säge bekommen haben, den wir ja irgendwas hier mit dem Huhn wecken sollten, nicht wahr? Und da war er noch in Kakariko. Guck mal, es wird schon gleich wieder hell, ey, ach du Scheiße. Mann, mach einen Abgang. Mein Kopf abgehackt, nicht wahr? Ja. Immer wieder lustig. Naja. Nun, mein Name ist mir nicht, ja, man merkt vielleicht schon. Aber dagegen kann man nichts tun. Man könnte jetzt vielleicht denken, Naseputzen hilft, Leute. Aber das tut's leider nicht. Das ist der Witz bei mir. Ich kann mir nur so sehr die Nase putzen, das bringt einfach nichts. Ich schnoddere immer noch so weiter rum. Meistens wird's dann sogar noch viel schlimmer. Ich bin schon sehr speziell. Soll ich so cool da reinrollen? Hat nicht funktioniert. Naja, gut. Ach stimmt, wir können uns hier noch ein Herzteil holen. Wir können sogar zwei Herzteile hier noch holen. Scheiß die Wand an. Na gut, aber erstmal
Bundere Erbsen kaufen. Wir haben noch eine, ne? Die habe ich nicht gleich eingepflanzt damals. Habe ich eigentlich schon Käfer gesammelt? Ich habe tatsächlich schon Käfer gesammelt. Hatten wir die damals hier schon reingemacht? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Kannst du mal ausprobieren? Ja, hatten wir schon, okay. Dann kommt wieder her, meine lieben Käfer. Dann haben wir da schon die Herz, die Skulptur damals geholt. Ich war mir nicht ganz sicher. So. Ein paar Wundererbsen gefällig. Sie werden langsam beliebter. 30 Rubine, ja. Nummer 2. So. Ein paar Wundererbsen gefällig. Sie gehen weg wie warme Semmeln. Ja. Eieiei, können wir das wohl leisten? Ich hoffe. Ah, wird sogar knapp. Hier gibt's die tollen Wundererbsen. Wer sie nicht kauft, der wird es wirklich bereuen. 50 Rubine, aber nur jetzt. Voll in Klammern dahinter. Die weltberühmten Wundererbsen. Sie sind absolut beliebt und sicher schon bald ausverkauft. Ein super Preis, 60 Rubine das Stück. Der macht uns pleite. Gibt's ja gar nicht. Hier gibt es die seltenen Wundererbsen. Dies könnte die letzte Chance sein. Manchmal 70 Rubine. Das wird ganz knapp, Leute. Wir haben die legendären Wundererbsen. Ich verkaufe sie normalerweise an niemanden. 80 Rubine. Scheiße, wir haben zu wenig. Wundererbsen! Die sind sehr teuer, aber ich verkaufe sie gern. Aber ich muss mindestens 90 Rubine für eine haben. Ja. Okay. Ja, jetzt hat er noch eine, ne? Wir verkaufen Wundererbsen. Du willst sie kaufen? Na gut. 100 Rubine! Shit, jetzt haben wir wirklich 9, oder? Ne, 8. 2 Stück gibt's noch. Ich glaube, meine, es gibt genau 10. Naja, nicht schlimm. Mit 108 können wir erstmal schon mal eine ganze Menge anfangen, ja. Beschweren wir uns mal nicht. Pflanzen wir gleich mal die erste. Bam, bam. Und Geld ist ja in diesem Spiel nicht gerade eine Seltenheit, von daher. Wird das schon, Leute. Wir machen es ja 100%, habe ich ja schon beschlossen. Und das wird schon alles funktionieren. Da bin ich mir ganz sicher. Wo ich meine eigentlich, dass 100 Rubine wirklich der letzte Preis wäre. Naja, man kann sich irren. Nee, da sterbe ich, glaube ich, wenn ich darüber gehe. Nee, Quatsch. Okay, ich schwimme dabei zwar, aber ich müsste es schaffen. Ui, hier wird es nämlich lustig. An diesem Ast, ganz genau bei diesem Ast, Baumstamm, was auch immer, wird es sehr entscheidend, Leute. Wir setzen uns, wir stellen uns hier mal hin. Unter Wasser gibt es Frösche, die dich neugierig beobachten. Und das nicht ohne Grund. So, schön hier mittig hinstellen. Und ein bisschen Ocarina blasen. So. Die hören mir jetzt ganz doll zu. Machen wir mal. Oh mein Gott. Wow, ein cooler Song, Freund. Sie ist hanging in the rain. Wirklich schön. Steck dir das hier als Gage für den abgefahrenen Gig ein. Jig, keine Ahnung. Alles klar, wir sehen uns. Yeah! Ach, Leute. Es ist ekelhaft. Ja, das war jetzt Herzteil Nummer 1 sozusagen. Wir können uns hier noch ein zweites Herzteil abholen. Und ich meine, dafür muss ich jetzt, ja, nochmal die Ocarina raus. Und sie geht für mich los. Und jetzt müssen die, singen die, glaube ich, für mich. Ah, nee, ich muss. Ach, stimmt, ich glaube, ich muss denen jedes Lied mal vorspielen. Kann das sein? Warte mal. Bam, bam, bam. Ba, 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 ba. Freut die voll. Ach, stimmt, jetzt werden die ganzen größer, ne? Ich erinnere mich. Mein Freund, du spielst die Ocarina gut. Hm, eine nette Melodie. Wir sollten sie alle üben. Nimm dir sie als Lohn. Wenn jetzt wieder eine feine Weise durch den Kopf schießt, komm vorbei und spiel sie uns. Ja! Yeah! Wir können uns schon die letzte Wundererbse kaufen. So einfach geht das. Welche haben wir noch? Die hier? Ba, ba, ba,
Ba-da-da-da-da-da. Wer wird jetzt größer? Der Blaue. Oh. Ja gut, ist eh immer das Gleiche, was sie da waren, glaube ich. Und nochmal 50 Rubine. Voll lame. Ups. Hä? Hat sich gerade voll komisch angehört. Ba, ba, ba. Und? Der Lila wird auch größer. So. Alter, wie Kohle man hier kriegt. Okay, eine weiß ich noch. Welche gibt's denn noch? Eine muss es noch geben. Die fällt mir aber gerade nicht ein. Wenn man nur der eine Frosch zu sehen ist. Hymne des Sturms hatten wir. Eponas Lied hatten wir. Ach, Salias Lied fehlt noch. Wie ging das noch? Nee. Mann. Salias Lied gespielt. So. Mein Freund, du spielst geil. So. Und jetzt geht der eigentliche Scheiß los. Ja. Hey, wir sind die Riesenfrösche, die berühmten, unerreichten fünf fabulösen Froschtenöre. Bring uns zum Springen, damit wir die Fliegen über uns erwischen. Okay, also los dann. Ich weiß leider nicht, was was ist, wenn ich ehrlich bin. Wahrscheinlich ist der Grüne wirklich A. Nein! Ich habe einen falschen Ton, glaube ich, gespielt. Bla bla bla. Alter, was? Wie übel. Ja, ja, ja. Alter, so schnell habe ich doch. Ich habe doch keine so schnellen Reflexe hier. Meine Reflexe sind sowieso extrem langsam. Ups, ah, es sah so aus, als wenn der hinten drauf wäre. Gerade gesehen, dass es der A ist. Na gut. Hey, was? Boah, ist das arschig. Ja, ja, ja. Hä? Das ist einfach dumm. Na, naja. Ups. Ah, ich bin nicht gemacht für sowas. Da habe ich nicht nachgedacht. Nicht so ganz gerade. Wundererbsen. Ich kann das nicht. Ah! Ich habe keine schnellen Reflexe. Nein! Ey, Leute. Alter, für sowas bin ich echt nicht gemacht. Hä? Ich hab doch! Wollt ihr mich verarschen? Wartet mal. Ich schreibe mir das mal auf hier. Hoppala. Ich habe gerade irgendeinen Knopf gedrückt. Jetzt ist das Spiel mit mir in 4:3 Modus gegangen. Lol, ich muss einfach nur einen Knopf drücken. Jetzt 4:3 ist 16:9 für mich. Wie cool ist das denn? Das wusste ich auch noch nicht. Na gut, ich lass mal selber 16:9. Also. Ah. Ja, alles vergessen. So, warte mal. Ah. Links. Rechts. Unten. Links. Rechts. Unten. Ne?
A unten. Ich hoffe, das sind nicht mehrere Lieder, die ich hier merken muss. Nochmal A dann, okay. Moment. Kein Problem, Mann. Nochmal unten? Wollt ihr mich verarschen? Geht immer so weiter. Rechts. Schrittchenweise zum Ziel. Leute, das geht doch. Links. Ah. Ups. Wow, mein Pfeil nach links sieht gerade aus wie so ein mega Krüppelpfeil irgendwie. Ganz komisch. Oh! Alles klar. Junge, das war genial. Perfekt. Wir platzen gleich. Das hier ist doch genug als Dank, oder nicht? Bitte gleich das Herzteil. Dankeschön. Dann haben wir diese Rotze auch abgeschlossen. Sehr schön. Gut. Habe ich schon meins der schlimmsten Herzteile des Spiels abgeschlossen. Das finde ich schön. Muss ich später nicht mehr machen. Ja, und jetzt nochmal ganz schnell nach zu hin, Zoras Reich. Um mir eine kleine, nette Skudula abzuholen. Die wir damals leider übersehen haben. Die auch nur bei Nacht da ist. Deswegen fände ich es jetzt cool, wenn es auch Nacht bleiben würde. Fände ich echt nett vom Spiel. Aber so wie ich das Spiel kenne, wird es eh gleich wieder Tag. Naja, kann man nichts gegen machen. Ja, wird schon Tag. La, 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 la. Na toll. Los. Cutscene, please. Sei einmal cool. Na, es wird schon Tag. Na, so ein Mist. Ah, auch schön wieder in Zoras Reich zu sein, wo es noch nicht eingefroren ist. Wow. Leck. Was war denn das? Oh mein Gott. Na, 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 na. Tja. Der Typ da macht bestimmt immer noch sein Silberschuppenspiel, obwohl wir schon längst eine Goldschuppe haben. Stimmt's, Rudo? Ich muss hier sein. Keine Sorge. Na gut, machen wir lieber gleich mal Nacht. Vielleicht ist es auch tagsüber da, weiß ich nicht. Aber bevor ich dann wieder an den Anfang gespawnt werde und so, machen wir lieber gleich mal Nacht. Halte ich für eine gute Idee. Ja, guck. Jetzt kommen wir wieder am Anfang raus. Sonst wäre ich jetzt... Ja. Ne, wäre ich da hingegangen, wäre da nicht da gewesen, hätte ich eine Sonne so gespielt, dann wäre ich wieder am Anfang gespawnt und ganz viel Zeit verflogen. Das ist uncool. So, die da nämlich. An die habe ich damals nicht mehr gedacht. Gibt's ja nicht, du. So. Einen coolen Bumerang. Der eigentlich voll unnötig ist, weil man ihn als Kind bekommt und dann sofort eigentlich erwachsen wird und man ihn dann nicht mehr benutzen kann. Was war das denn? Zack. Zack. Und? Alles klar. Gut. Habe ich mein Sold für diesen Part so ein bisschen abgeschlossen. Das finde ich sehr schön. Wie einfach auf einer Karte quasi zwei Dungeons sind. Auch nicht schlecht, ne? Da unten. Naja, gut. Was machen wir denn in der nächsten Folge, meine lieben Freunde? Habt ihr schon Ideen? Ja. Ich wäre dafür, dass wir noch eben die letzten Wundererbsen kaufen. Und dann mal, ja, ordentlich Wundererbsen pflanzen gehen. Auch wenn ich, um ehrlich zu sein, gar nicht genau weiß, wo man sie alle pflanzen muss. Was kann man denn noch so machen?
Ist noch irgendwelche Shit, den ich noch zu erledigen habe. Natürlich noch ein paar Herzteile. Ich kann noch mal ins Gerudo-Tal eigentlich gehen. Denn da gibt es. Wartet mal. Das kann ich mal eben ganz schnell machen, den Part. Mal gucken, ob das noch da ist. Ah ja, stimmt, wir wollten ja mal ins Kokiri, in Kokiri weit eigentlich gehen, ne? Und da mal die Dungeons und so abschließen. Weil in den ersten beiden Dungeons, da gibt es ja noch Skulltulas, die wir uns noch holen müssen. So, ich gehe mal eben kurz hier hin. Ne, gibt es noch eine Skulltula, die man, ja, wo ich ja gesagt habe, nur als Kind. Ne? Scheinbar. Keine Ahnung, ob es wirklich so war. Mal eben kurz prüfen. Kann man ja ganz schön machen. So. Ah, guck mal, hier kann man gleich wieder die nächste Wundererbse pflanzen. Alles klar. Und weil die Käfer hier, genau. Die müssen ja auch noch rein. Ist egal, in welcher Reihenfolge das macht, ne? Keine Sorge. So, und wieder Special Trick anwenden. 3 Käfer raus. Und schnell wieder. Zack, eine einsammeln. Weil die anderen 2 graben sich jetzt schön ein da. Im Idealfall. Und holen die Skulltula raus. Genau. Keine Ahnung, wie die da reinkommen. Aber die können es einfach. So. Ich muss sie noch aufschreiben, ne? Die beiden. Für diesen Part. Na gut, mache ich gleich. Wenn wir noch die 3. eben schnell hole. Der Part ist ein bisschen lang, ich weiß, aber. Das kann man immer eben schnell erledigen hier. Oh, guck mal. Die Eule ist da hinten. Gepora. Hä, ist hier nicht eigentlich eine? Ihr wollt mich doch verarschen. Oder habe ich die schon gesammelt? Und ich habe es wieder vergessen. Endlich. Dich wollte ich, Mann. Ups. Das war zu weit unten. Das war zu weit oben. Nee, doch nicht. Jawohl! So, 3 Skulltulas in diesem Part und 2 Herzteile. Das ist doch eine schöne Ausbeute, behaupte ich. Ich hoffe, wir haben jetzt 53. Dann habe ich nämlich alle aufgeschrieben. Ja, okay. So. Gut, dann verabschiede ich mich für diesen Part. Ich hoffe, es hat gefallen. Ich hoffe sehr, dass wir im nächsten Part noch mehr Sidequest-Kram legen. Ich werde, glaube ich, als nächstes trotzdem erstmal ins Gerudo-Teil gehen. Da gibt es nämlich noch eine Skulltula und 1,5 Herzteile. Bei dem einen bin ich mir nicht sicher, ob ich es auch als Kind sammeln kann. Hätte ich damals schon machen können, als ich da einmal war. Ich weiß, war ich ein bisschen dumm, aber egal. Aber eins auf jeden Fall, was wir uns jetzt schon holen können da. Gut, das machen wir im nächsten Part. Und dann zurück nach Kokiri. Da erstmal alles erledigen. Da gibt es nämlich auch noch ein paar Skulltulas, die man sich holen kann. Und dann in die Dungeons zurückkehren. Gute Pläne, finde ich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.